Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team mit mir, dem Alex, hier natürlich wieder. Ja, und wir haben schön geschmeidige Sonntag auf Montagnacht 1.32 Uhr. Ich nehme das Gameplay ganz spät auf. Und ja, warum nehme ich das so spät auf? Also ich kommentiere das so ganz spät nach. Das Gameplay ist natürlich schon, habe ich, glaube ich, gestern, also am Samstagabend aufgenommen. Warum mache ich das Ganze so spät? Das ist, gibt einen ganz einfachen Grund. Denn ich habe es heute mal nicht so gemacht, wie ich es normalerweise mache. Normalerweise ist irgendwie mein Sonntagsablauf ist einfach so, erstmal jemand ganz spät aufstehen. Und dann, ganz spät aufstehen und dann, Videos schneiden eigentlich. Sachen rüberkopieren, erstmal, meistens ist es irgendwie erstmal Festplatte bei Pierre abholen mit den Aufnahmen, die er gemacht hat. Und, dann ist es halt, ja, Sachen rüberkopieren und dann, jetzt haben wir das Tor kassiert. Und dann, Sachen rüberkopieren, dann eben schneiden. Heute habe ich halt mal, normalerweise mache ich dann irgendwann so um, 22 Uhr, ist immer unregelmäßig, höre ich dann damit auf und, gehe dann eigentlich meistens duschen und, danach nehme ich quasi auf. Das sieht auch immer, warum meine Haare so verstrubbelt aussehen, weil ich natürlich immer relativ frisch geduscht eigentlich bin, bevor ich hier Ultimate Team aufnehme, weil ich natürlich keinen Bock habe, mir zweimal am Tag die Haare zu machen. Und deswegen, sehe ich auch meistens irgendwie sonntags sehen die immer besonders fresh aus. Nein, keine Ahnung, das ist einfach nur egal. Auf jeden Fall werde ich ein paar Minuten vorher immer, heute geht's sogar. Also meistens ist halt dann der Ablauf, wie gesagt, so, ich gehe dann duschen und nehme ich Ultimate Team auf und dann war's das. Aber nee, heute habe ich einfach mal noch weitergeschnitten, habe fast alles zu Ende geschnitten, zumindest die Videos für die Woche jetzt, außer am Donnerstag, das Ultimate Team, was am Freitag kommt, nehme ich dann auch erst wieder am Donnerstagabend auf und ansonsten habe ich eigentlich alles, alles schon geschnitten. Battlefield Hardline habe ich jetzt am Samstag auf Sonntagnacht erstmal nur Folgen, also beziehungsweise heute Sonntagmorgen habe ich die eigentlich schon aufgenommen, so zwischen 8 und 10 oder sowas. Habe ich nur 3 Folgen aufgenommen. Grund dafür ist ganz einfach. Ich hatte vorher ein bisschen Probleme mit der Episode 3, die ihr auch schon gestern gesehen habt. Also diese Probleme habt ihr, wenn ihr das Let's Play von Hardline verfolgt, schon gestern, also am Sonntag in dem Let's Play gesehen. Und das hat mich halt dazu gebracht, dass ich wegen diesem Problem erstmal Ewigkeiten rumprobiert habe, das Spiel komplett neu installiert habe und dann erst darauf gekommen bin. Ja, das ist nur eine Prolog-Szene, das ist nur eine kurze, kurz war es jetzt nicht, aber eine 4-5 Minuten Dialog-Szene, die bei dir ein bisschen Tonbugs hat, ansonsten nichts. Und das Allergeilste war jetzt noch, dass ich, als ich eben gerade jetzt wieder mal kurz geguckt, ganz normal YouTube drin und dann sehe ich ja, habe ich gesehen, oh, ja, ich habe einen Kommentar auf die Folge von gestern ist es für euch. Und was war das Resultat? Da hat jemand geschrieben, bei ihm war genau der gleiche Tonbug. Heißt, kommt wohl öfter vor. Habe ich mir aber unnötig Stress gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann zeitlich noch geschafft, 3 Folgen aufzunehmen, weil das war schon, Sonntagmorgen zwischen 8 und 10. Ich habe die ganze Nacht eigentlich durchgemacht. Habe dann von, ich glaube, 12, habe dann auch noch geschnitten. Und habe dann, glaube ich, von 12 bis 18 Uhr geschlafen. Also ihr seht schon, manchmal am Wochenende ist mein Schlafrhythmus echt behindert. Was aber auch nicht allzu schlimm ist, denn mir passt dieser Schlafrhythmus eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und das ist jetzt übertrieben, okay. Das, wie es jetzt war, ist übertrieben. So sieht auch kein normales Wochenende aus. Da habe ich es einfach übertrieben. Aber eigentlich muss ich jetzt auch sagen, jetzt haben wir schon wieder 1.32 Uhr, muss man sagen. Ist jetzt im Moment auch gerade nicht so schlimm für mich, weil, ich habe bis 18 Uhr geschlafen, habe von 12 Uhr. sind zwar nur 6 Stunden Schlaf, aber ich habe es ja, bin erst seit 18 Uhr wach. Und das sind ja jetzt erst, sind auch schon genug Stunden, sind auch schon 7 Stunden oder 7,5 Stunden wieder wach. Aber egal. Und so sieht es quasi aus. Ja, in der Schule um 6, ich muss um 6 Uhr wieder aufstehen, aber das juckt mich ja nicht. Das ist die letzte Berufsschulwoche, wo ich habe. Und ich habe effektiv nichts geschafft, was ich wollte von allen möglichen Sachen. Aber ja gut, das ist halt manchmal so. So sieht es im Moment halt, wie gesagt, immer aus. Mit Ablauf ein bisschen am Sonntagabend. Wollte ich einfach mal kurz erklären, weil vielen das dann, und heute habe ich es, um es eigentlich aufs Eigentliche, was ich damit aussagen wollte, zu gehen. Normalerweise gehe ich immer duschen, irgendwann kurz vor 22 Uhr und nehme dann danach direkt Ultimate Team, kommentiere ich das hier nach und schneide dann noch bis 1, 2 Uhr. Und heute habe ich es halt mal andersrum gemacht. Heute habe ich schon alles andere geschnitten, Hardline und Seasons ja eh schon. Ich habe dann noch Apex geschnitten, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Das sind die Folgen, die heute ab 18 Uhr kommen, konnte ich leider nicht am Freitag bei der Aufnahmesession dabei sein, weil ich da beim Fußballspiel war.
Und ja, da ist dann nur Pia und Antonia sogar, sind in der Folge, also haben zusammen aufgenommen und das sind halt die Folgen, die von Montag bis Freitag kommen. Ja, das kann man auch mal gerade dazu sagen, aber auf jeden Fall habe ich halt das geschnitten. Dann habe ich noch ein bisschen schon mal, weil also noch nicht komplett, aber so ein bisschen schon mal die TTT-Aufnahmen, die wir am Samstag hatten, geschnitten, denn da haben wir ja auch wieder TTT aufgenommen. Und ja, dann habe ich noch, ja, Seasons hatte ich glaube ich schon voll geschnitten, aber egal. Auf jeden Fall habe ich erstmal mehr geschnitten und weniger, ja, und deswegen ist jetzt schon die Uhrzeit. Was ich jetzt eigentlich mache, sieht so aus, wir haben jetzt 1.37 Uhr und ich werde jetzt relativ schnell, wenn ich hier durch bin, mit dem schönen Nachkommentieren, werde ich relativ schnell ins Bett. Das heißt, so eine halbe Stunde danach wird es auch dauern. Ja, wenn ungefähr 10 vor 2 haben, wenn ich hier fertig nachkommentieren bin und dann, ja, dann schneide ich das hier noch sehr schnell, was wirklich sehr schnell geht, weil das ist nicht großartiger Aufwand. Das ist eine, muss ja sagen, es ist eine Aufnahme mit meiner Facecam und meiner Stimme und das ist einmal das Gameplay, wo ich noch dazu synchronisieren synken muss und dann kurz Ton abmischen. Das geht relativ schnell. 10 Minuten habe ich das hier, ja, so 5 bis 10 Minuten habe ich das hier geschnitten. Und dann geht das ins Rendern, genauso wie die ganzen anderen Videos, die ich noch geschnitten habe heute über den Tag. Und ja, der PC bleibt dann an, der zweite PC, und rendert die Nacht durch. Und ja, dann geht es für mich auch ins Bett eigentlich schon. Und dann habe ich so, ja, roundabout, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 4 Stunden Schlaf. Das reicht mir aber auch ehrlich gesagt, muss ich sagen. Montags noch, weil ich ja eben noch vom Wochenende erholt bin und ich habe ja auch von Freitag auf Samstag irgendwie 15 Stunden geschlafen oder so, total übertrieben. Aber ja, so ist es bei mir eigentlich. Ich übertreibe es gerne, schlafe gern sehr wenig, um sehr viel zu schaffen und gönne mir dann halt einfach sowas wie gerade so Freitag auf Samstag oder sowas, gönne ich mir halt einfach als Tag, wo ich komplett auch mir überhaupt gar keinen Wecker stelle, sondern einfach so lang penne, bis oder auch teilweise mehrere Male aufwache und wieder einschlafe, bis mein Körper mir wirklich sagt, ich kann nicht mehr schlafen. Und ja, das ist meistens so der Freitag auf Samstag und ja, so läuft es eigentlich bei mir. Und ich fahre damit eigentlich, muss ich sagen, relativ gut. Ich kann halt gerade jetzt, wenn ich Berufsschule oder sowas habe, dann kann ich halt auch noch unter der Woche mal ein bisschen schlafen. Das ist ja auch der Vorteil von dem, wie ich es jetzt gemacht habe. Es stehen eigentlich alle Videos für die Woche, das heißt, kann eigentlich die restliche Woche relativ gut chillen, muss mich auch noch ein bisschen nochmal auf Schule konzentrieren, ne? Weil wir schreiben noch 2 Arbeiten die Woche. Ist ja nicht ganz so stressig mit Arbeiten in der Berufsschule, aber 2 schreiben wir dann doch noch am Mittwoch und am Donnerstag und eigentlich noch 2, wo ich relativ gut abschneiden möchte oder nicht schlecht abschneiden möchte, um es zu sagen. Da muss ich auch nochmal ein bisschen was tun. Aber na gut. Die Woche geht auch schon wieder von Aufnahmen, obwohl am Wochenende ist auch mal wieder ein bisschen was. Da kommt dieses neue Projekt, wenn wir aufnehmen am Wochenende, Pia und ich. Aber darauf freue ich mich auch schon, ehrlich gesagt, denn es wird wahrscheinlich auch am Abend sein, am Samstagabend, wo wir es dann aufnehmen. Am Sonntag habe ich auch deinen Geburtstag und werde 21. Ja, ist schon in Ordnung, kann man mal sagen. ja, ist schon cool. Aber bringt mir nicht wirklich was, 21 zu werden, außer dass ich auch endlich nach Amiland fliegen dürfte und dort auch als Volljährige gelten würde. Genau, das ist es, was cool ist und mehr nicht. Ja, aber soweit war es das auch. Ich denke gerade über was nach. Ja, denke ich über was nach. Ja gut, das denke ich. Ja, gut, egal. Hier haben wir Halbzeit, wie ich es gerade sehe. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin eigentlich mit dem Teil so durch. Das war jetzt, weiß nicht, ihr könnt mir auch immer gerne Themenvorschläge schreiben, wenn ich hier in Ultimate Team reden kann. Ich habe so das Gefühl, dass auch ein paar von euch Leuten das, weil ich ja auch sehe, dass hier ein paar Views drauf immer gibt, ne? Und es keine Beschwerden gibt. Deswegen denke ich auch einfach, dass es vielen Leuten von euch gefällt, wenn ich dann mal mehr so das Resümee und was so um den Kanal herum abgeht oder um auch meine Person abgeht, ein bisschen mehr drüber. Oder auch mein, nennen wir es mal, Leben. Es ist Leben, ich weiß nicht, warum ich gerade so gemacht habe, aber egal. Ein bisschen was da drum herum erzähle, ist, denke ich mal, wie ich immer sehe, relativ interessant für euch. Und das finde ich natürlich auch cool, wenn sich da Leute für interessieren, was ich labere hier. Und natürlich dann auch irgendwie, muss man sagen, ein Teil ein bisschen für mein Leben interessieren, was ja schon cool ist. Aber so cool ist mein Leben eigentlich nicht, deswegen gibt es auch von mir keine Vlogs. Außer mal zu Gamescom oder sowas, wo es Vlogs geben wird, wird es auch wahrscheinlich in der ganzen Zeit, werde ich keine Vlogs machen. Auch auf meinem eigenen Kanal werde ich keine Vlogs machen, sondern andere Art von Videos, habe ich schon mal erklärt. Aber dieses Thema eigener Kanal ist im Moment ein bisschen weiter hinten angestellt, weil ich habe gerade keinen Designer am Start und ich selbst will das nicht machen, sonst sieht es, naja, nicht cool aus, sagen wir es mal so. Und den einen Designer, der uns auch hier die ganzen Banner und sowas gemacht hat, den
den, zu dem habe ich gerade keinen Kontakt und deswegen gibt es auch keine neuen Banner hier oder irgendwas. Aber ich müsste mir immer für YouTube das Problem ist auch an dem Designer, den ich hatte, der auch diese Designs für uns gemacht hat. Wenn ihr vielleicht unseren Kanal Banner oder sowas anguckt, das ist nicht so spektakulär. Und YouTube muss eigentlich spektakulär sein, der Banner. Ist es aber bei uns nicht, ist eher schlicht. Was bei einem normalen Webdesign oder auch bei YouTube an sich gut ist, aber du musst dich bei YouTube, irgendwie ist es besser, wenn du dich durch Farbengeballer auffällst. Und ich glaube, da muss ich mir auch mal bald einen anderen, mehr auf YouTube zugeschnitten, also eher YouTube-orientierten Designer mal suchen, weil das war ja eigentlich ein Designer, der mir das gemacht hat, den ich eher hatte für Webdesigns und sowas, für eigene Seiten und sowas. Da hat er mir immer viel gemacht und da muss ich mir wahrscheinlich mal ein paar anderen suchen, der eher so auf die YouTube-Richtung geht, was wahrscheinlich sinnvoller wäre. Wenn ihr da irgendwas macht, also Banner oder sowas, könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden. Wäre sehr gerne gesehen, natürlich glaube ich jetzt aber gerade nicht, dass zufällig da jemand drauf angeht. Okay, das ist cool. Ja, die Fuse, ich gucke mir auch gerade mal ein bisschen Ultimate Team an. Die Fuse sieht schon ganz cool aus hier, die wir haben. Gut, das Ultimate Team vom Freitag hat jetzt nur einen Aufruf, das ist wirklich nichts eigentlich. Aber Ultimate Team vom letzten Montag hat 13 Aufrufe, das ist wirklich Hammer nice, danke dafür, Leute. Likes schaden auch mal nicht. Oder halt einfach ein Kommentar. Wie gesagt, Kommentar ist für mich immer noch cooler als ein Like. Aber wenn ihr halt keinen Bock habt oder nicht wisst, was ihr schreiben sollt, was ja auch mal sein kann, dann könnt ihr auch einfach ein Like geben. Hier wird ein scheiß Thumbnail nicht richtig. Ah, gut. Das ist wahrscheinlich schon bei uns. Okay. Na gut, dann war es eigentlich von dem Thema auch schon. Weiß jetzt gar nicht, über was ich noch reden kann. Oh shit, Alex. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Aber ich habe, erstmal kann ich hier sagen, ich habe hier mein schönes T-Shirt wieder an. Mit dem Motto, juckt mich nicht. Was immer mal ein bisschen passt. Ich kann ja einfach mal ein bisschen über was erzählen, was ich im Moment wieder so. Ja, eigentlich mache ich im Moment nichts anderes außer YouTube, fällt mir gerade auf. Vor allem am Wochenende geht immer sehr viel Zeit auf YouTube, also für YouTube drauf. Aber ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Programmieren kann ich nichts zu sagen, weil hat sich nichts verändert. An meinem Let's Play Tool hat sich auch nichts verändert. Ich wollte gerade in irgendeine Richtung, aber der Gedanke ist mir entfallen. Ach genau, YouTube. Was ich total abfeier, ihr habt ja damals, haben wir ja auch mal hier in irgendeiner Corps-Season-Folge vor ein paar Monaten, als das rauskam, dieser, vom JBB, also Junes Block Battle, gab es ja dann am Ende so einen Mammut-Mix. Und den finde ich mega geil. Aber früher habe ich den gar nicht so übertrieben gefeiert und nicht so gehört, aber im Moment höre ich den gerade übertrieben die ganze Zeit, weil ich ihn einfach voll geil finde. Irgendwie damals so, ja, ein paar Mal gehört, ja, ist in Ordnung, ist cool, aber irgendwie nicht so Dauer eingebrannt. Und im Moment ist der bei mir so ein bisschen Dauer eingebrannt. Was aber ja auch nicht schlecht ist, hab hier übrigens gerade noch Alarm für Cobra 11 offen auf RTL Now, fällt mir gerade auf. Weil ich das eben gerade geschaut habe. Ich kaufe mir, glaube ich, auch schon die Folge für nächste Woche, weil ich Bock drauf habe, diese jetzt schon zu sehen, zum Einschlafen. Muss ich mir mal auf dem zweiten PC aufmachen. So, na gut, das war jetzt ein bisschen bullshittig, so. Aber wir sind hier im Gameplay, bei es steht 2:1 für uns übrigens, wir sind in der 78. Minute, das ist doch schon mal, gut, 78. Minute, das Spiel gleich vorbei, da lohnt sich auch nicht mehr so großartig was anzusprechen, ich weiß nicht, ob ich jetzt verplanter bin als sonst, aber eigentlich bin ich nicht so übertrieben verplant. Kann man gucken, was gerade auf Twitter abgeht. Oh, Podcast-Aufnahme beendet. Jetzt kommt der Schnitt. Wir haben über eine halbe Stunde über LANs geredet und in Erinnerung geschweigt. Okay, daran, wird bestimmt geil. Das hat gerade Peter geschrieben von Pete Smith natürlich. Wir feiern ja beide Pete Smith übertrieben. Und, die haben, was ich halt daran sehr geil finde, ist der Podcast. Das gibt auch, ich glaube, Pierre hört den gar nicht oder so, auch viele andere Leute. Viele Leute feiern den und hört den, auch viel von den Fans, aber viele lassen ihn auch komplett links liegen. Nur ich finde, das ist mit Abstand die coolste Sache, die es so gibt. Weil, keine Ahnung, es ist einfach, was die da teilweise für kranke Scheiße erzählen und wie man da teilweise aufpassen muss, dass man nicht lacht, gerade weil ein Podcast ja dafür ist, dass man unterwegs hört. Und vor allen Dingen, weil man ihn unterwegs hören kann, ist ja geil. Gerade, weil es ja über hier iOS, also Apple, was ich ja habe ein iPhone, geht es ja wunderbar abzurufen.
Ja, und darüber ist es hammergeil und ich feiere die Podcasts. Das ist für mich immer so ein geiler Montag und Dienstag, muss ich ernsthaft sagen, weil viel länger reicht es nicht, aber es ist für mich ein geiler Montag und Dienstag, wo ich eben, wo ich eben mir die Bus- und Bahnfahrt hin und zurück ein bisschen damit versüßen kann. Wenn ich aber auch, was ich ja auch dann heute muss, also wenn das um 6 Uhr überhaupt schon draußen ist, wenn ich aufstehe, der Podcast, wenn der gerade erst eben beendet wurde, muss ich nämlich auch mal morgens dran denken, dass ich den scheiß Download davon starte, weil das regt mich bei Apple wieder ein bisschen auf. Man kann maximal 100 MB über, wenn man unterwegs ist, runterladen. Und eben nicht, wenn die Datei über 100 MB groß ist, kann man die nicht unterwegs runterladen. Nur zu Hause eben im WLAN. Oder in irgendeinem WLAN. Was ein bisschen kacke ist. Ja, genau. Das zu dem Thema ist ein bisschen scheiße, aber na gut. Aber generell fahre ich den Podcast und versüßt mir auf jeden Fall die Montage und Montag, Dienstag meistens weiter wird's, geht's meistens nicht. Letzte Woche sogar nur Montag. Und dann kann man immer schön das auf der Bahnfahrt hören. Oder auch wenn ich nochmal, das höre ich auch gerne, wenn ich dann noch zu Hause meistens sogar schon zu Ende, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme, ins Bett lege, chille. Weil, das ist sowieso, wie ich gerade erklärt habe, bin ich mehr so ein Nachtmensch und mache dann eher länger und komme dann von der Schule und lege mich nochmal ins Bett ein bisschen. Das ist so mein Ding und finde ich eigentlich ganz cool so. Wird sich aber auch wieder ändern, wenn ich, wenn ich dann wieder arbeiten gehe und nicht Berufsschule habe, denn dann bin ich auch erst um 18 Uhr zu Hause, dann wird sich aber wieder so weit verändern, dass ich einfach morgens länger schlafen kann und dann nicht so Probleme habe. Ja, und nicht schon so früh im Arsch bin, weil das sind bei mir, eigentlich sind es nur eine Stunde, aber ich stehe, wenn ich arbeite, eigentlich meistens um 7 auf. Aber diese eine Stunde macht erstmal viel aus von 6 auf 7 und, also für mich persönlich, und es passiert so oft, also so oft gönne ich mir es einfach, weil ich kann es mir gönnen, wenn ich schon in der Ausbildung jetzt da relativ flexibel kommen und gehen kann, was ich hammergeil und hammerwichtig finde. Ich könnte mir keinen Job mit festen Arbeitszeiten vorstellen, sage ich ganz ehrlich, wäre mir viel zu stressig auf Dauer. Gameplay ist vorbei, aber ich rede hier gerade mal ein bisschen weiter, ihr seht hier gerade die Tabelle. Ich könnte mir es auf Dauer nicht mehr vorstellen, Job mit festen Arbeitszeiten und mir ist es ja im Endeffekt, ich habe auch einen Schlafrhythmus, wo mir es hier relativ, wo ich lieber nachts was mache, weil viele Leute sagen so, ja, aber du kannst doch den Tag nutzen. Ich hänge, wenn ich zu Hause bin, den Großteil vorm PC und mache irgendwas für YouTube. Und ob ich das nachts oder tags mache, wenn ich zu Hause bin und am PC hänge, ob man das nachts oder tags macht, ist eigentlich relativ scheißegal. Weil, was ist da der Unterschied für dich in dem Moment? Eigentlich keiner für mich. Wenn man viel draußen ist, dann macht das einen Unterschied, aber ansonsten nicht wirklich. Na gut, das war was jetzt von dem Nerdy Talk am Ende. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht, auch wenn wir selten darum bitten, aber ich bitte jetzt gerade mal drum, ein Like dafür gibt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Wieder am Freitag hier bei einem bisschen Bullshit-Gelaber in Form von Ultimate Team. Haut rein, ciao.